Seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Elendum zu einem neuen Cards Pokémon, die weiße Edition mit dem Zwergenfürst. Es könnte sein, dass mir der Teil, den ich jetzt aufgenommen habe, verloren gegangen ist. Dass euch da ein bisschen Story fehlt, aber ich glaube, es ist im Maß des Ersetzbaren. Es ist im Rahmen des Ersetzbaren, meinte ich natürlich. Vielleicht kann sich uns noch ein bisschen was sagen. Nur keine Angst, wenn du in eine Klemme geraten solltest, eilen wir dir sofort zur Hilfe. Ja, ich erzähle euch mal kurz das Wesentliche. Wir haben hier ein paar Leute getroffen, also ein paar Arena-Leiter und den Champ und noch ein paar Leute und den Professor. Und die haben uns halt den Stein hier übergeben, den schwarzen Stein, der uns helfen soll, Zekrom, das legendäre Pokémon, zu erwecken. Und haben uns gesagt, wo wir als nächstes hin sollen und ja, nochmal ausführlich gesagt, wie wichtig es für diese Region sei, das schwarze Pokémon zu, das Zekrom-Pokémon, das legendäre, zu erwecken und damit gegen N zu kämpfen. Ja, viel mehr war das nicht. Und dann sind wir hier wieder zurück nach Nevaeo City. Das Pokémon-Team geheilt und hier über die verschneite Landschaft hier so längs gegangen. In dem Bisbark, oder was ist es, ein Bisbark? Ja, ich denke, es ist ein Bisbark. Dem habe ich Surfer beigebracht. Ich rede in der Vergangenheitsform, weil ich das alles schon mal aufgenommen habe. Und jetzt können wir mit dem Bisbark hier drüber surfen. Ja. Und versuchen jetzt hier weiter in die nächste Stadt zu kommen, wo der nächste Arena-Orden und das legendäre Pokémon auf uns warten soll. Zumindest Team Plasma. Und da können wir dann eventuell weiter in der Geschichte kommen. Und vielleicht eines Tages das wilde Zekrom fangen. Was ist das wilde? Das legendäre natürlich. So, hier scheint es schon eine Brücke zu geben, über die wir laufen müssen. Sagen, trauen wir uns. Huh, wer da? Zwergi! Da kommt Bell von hinten. In letzter Zeit habe ich mir so meine Gedanken gemacht. Ich meine darüber, was ich machen könnte. Und außerdem darüber, was ich überhaupt erreichen kann. Ich wäre natürlich gern ein bildschönes Mannequin wie Camilla, aber andererseits würde ich mein Leben auch gern der Erforschung der Pokémon widmen, wie Professor Esche es zum Beispiel tut. Aber dafür reicht mein Wissen über die Pokémon noch nicht aus, also muss ich noch viele Kämpfe bestreiten. Und zwar gegen mich. Okay, ist klar. Kampf gegen Bell. Hatten wir das schon mal? Ich glaube, das hatten wir noch gar nicht. Jetzt haben wir mal gegen Scheren gekämpft. Müsste jetzt Premiere sein. Kampf gegen Bell. Na denn, machen wir mal. Machen wir mal das Beste draus. Ich würde es mal Feuersäulen noch anraten, damit anzufangen. Könnte eventuell das bringen. So. Sie setzt nur irgendeine Verteidigungsattacke an. Eine defensive Attacke. Ich setze meistens offensive Attacke ein. Wie zum Beispiel das hier. Brandstempel. Ja. Da ist auch eine offensive Attacke von mir. Eine offensive Attacke von mir. Badauz. So. Initiative sinkt. Heimzahlung. Er zahlt es mir ordentlich heim. Okay. Versuch's mal mit der letzten Attacke. Bodycheck. Oh, Top-Genesung, so ein Mist.
hätte ich es schaffen können. Letzte Attacke heißt, ich habe jetzt alle vier mal eingesetzt. Dampfwalze. Wie war es damit? Los, stirb, Bismarck. Los, stirb. Ach, das muss übrigens ein Terrybark sein, was ich im Team habe. Wenn das ein Bismarck ist, dann muss das hier ein Terrybark sein. Na toll, Terrybark gegen Bismarck, das kann ja nichts werden. Wieso habe ich das gemacht? Wieso habe ich den eingesetzt? Weil er surfen kann vielleicht. Ja, vielleicht bin ich das was. Ein Hund, der surfen kann. Na ja. Hat man im Internet schon mal irgendwo gesehen. Surfende Hunde. Aber ein bisschen außergewöhnlich ist das dann doch. Hätte ein anderes Pokémon für ihn nehmen sollen, aber was soll's. Mein Team ist hoffnungslos untrainiert. Nur mein Starter-Pokémon scheint hier was zu bringen. Ich weiß nicht, was los war, aber scheinbar ist das jetzt ja nicht mehr so ganz so toll. Wie habe ich mein Pokémon-Team trainiert? Scheinbar gar nicht. So, Verteidigung von Nisa sinkt. Los, fliegen! Ah, diese Top-Genesung geht mir auf den Senkel. Cheating. Naja, Cheating ist es nicht. Ich werde es auch gleich machen, also beschwer dich nicht, Zwergi. Jo, ich werde mal Ben heilen. Ich komme hier einfach nicht zurecht mit meinen Pokémon. Was habe ich gemacht? Was habe ich in den vorigen Folgen dieses Let's Plays gemacht? Alter Schwede, das glaubt man nicht. Einmal ein Beleber auf Ben. Ein Kraftschub. Okay, Klick könnte mal versuchen, mal ein bisschen was einzusetzen. Mal sehen. Erstmal mit dem Hypertrank den Ben wieder auffrischen. Nein, ich habe nicht auf Helm gesagt. Diesmal nicht. So, Klick gibt dein Bestes. Wie wär's mit Klick-Diskus? Kraftschub. Okay, Kraftschub ist ziemlich defensiv. Was wehrt die Attacke ab? Wie geht denn sowas? Und Donnerschock vielleicht. Los, Pikachu. Los, Klick, Donnerschock. Mach schon. Donnerschock. Zack. Okay, das ist zumindest gut, weil es paralysiert ist. Und das bringt zumindest etwas. Aber KP zieht es nicht wirklich ab. Es ist ein bisschen räudig. Finde ich nicht so gut. Los, Ben. Vielleicht schaffst du es irgendwie. Brandstempel. Könnte man das hinkriegen. Damit. Na komm. Komm schon. Na komm. Einmal noch. Zack. Yes, jetzt haben wir es geschafft. Aber es warten noch einige andere Pokémon auf uns. Aber ja. Das war nicht das letzte Pokémon von ihr. Was Aufbereitung. Na komm, nicht erlernen. Nutzer Aufbereitung nicht erlernt. Ja, sag mir nichts, die Attacke. Was will denn das bringen? So, jetzt haben wir hier sogar Cheater. Oh shit. Ich kann Nutz da eventuell was ausrichten. Er ist immerhin vom Typ Pflanze. Könnte es ja eventuell was bringen. Wenn er eine Pflanzenattacke einsetzt. Eventuell. Siedewasser. Okay. Brennt.
Im Brennen ist jetzt hier nicht gerade sehr schön. Benutzt Samenbomben. Los, weiter. Ach, nicht dein Ernst. Ziehst du so, da steht er zurück. Alles klar. Hauptsache. Dann hat Ben wieder ab in den Kampf. Serpionial. Das wirst du doch wohl hinkriegen. Pflanzenstarter. Ha, kannst du versuchen mit deiner Blattattacke. Du würdest dir nichts bringen. Feuersäulen. Das ist schon viel effektiver. Feuersäulen, los. Ja, kann man so sagen, dass das was gemacht hat. Hier noch einmal, dann haben wir's. Da haben wir das Serpi-Royal auch besiegt. Ein Serpi-Royal. Ein königliches Serpi. Na dann. So, da hat Cheetah wieder. Denn so ein Cheetah bist du auch. Ich habe natürlich weiterkämpfen gekriegt. Das ist klug. Na komm. Zurück. Los, Lutz. Habe ich irgendwo eine Top-Genesung mit dabei? Das wäre nämlich ziemlich praktisch. Ja, das wäre sehr praktisch. Naja, oder auch nicht. Das ist ein verdammtes Wasser-Pokémon. Was will denn Ben da bitte rausrichten können? Ich habe jetzt meinen Top-Beleber verschwendet. Ich weiß nicht warum, aber das ist halt pure Verschwendung. Könnte man eigentlich die Top 4 aufheben, die wird schwer genug, aber... Ach du Schande. Und was wird das hier? Ben wurde besiegt. Strauchler, los, los, komm. Komm, das kriegst du hin, Lutz. Das kriegst du hin, Lutz. Und du bist meine letzte Hoffnung. Na komm. Noch einmal, dann haben wir's. Na, dann haben wir's nicht. Da kommt noch ein Pokémon. Oh, komm. Zumindest das hier ist noch besiegen. Nein, 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 nein. Los, 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 los. So, dann steht er besiegt. Meinst du, du kriegst auch noch das letzte Pokémon hin? Ich meine das zwar nicht, aber... Dieser Kampf ist so räudig. Ach, das Pokémon. Oh, Schande. Da versuche ich es mal mit einem Hypertrank. Könnte sein. 38, 38. Könnte gut möglich sein, dass ich es schaffe. Muss aber nicht. Angst. Ich belebe Ben mal wieder. Hilfe. Lutz ist tot. K.O. zumindest. Muss Ben. Du wirst das wohl doch wohl schaffen. Du wirst das wohl hinkriegen. Ein Hypertrank noch und zack. So. Wieder geheilt. Aufgefrischt. So. Was machen wir jetzt am dümmsten? Feuersöhnen vielleicht. Vielleicht bringt das etwas. Ja, etwas bringt's, aber nicht zu viel. Schande, Schande, Schande. Bandstempel. Bisher habe ich mich irgendwie durch die Kämpfe gerade so durchgedrückt, aber... Das ist ja sehr knapp. Top-Trank. Verschwenden. Schande. Ach du Schande. Es ist ja wirklich grenzwertig hier. Mit den Kämpfen. Eigentlich dürfte ich die gar nicht bestehen. Mit meinem schwachen Team. Aber irgendwie schummel ich mich da mal durch. Los, Brandstempel. Ich hab's mal wieder bestanden. Ich hab mal wieder einen Kampf geschafft. Halleluja, ich freue mich auf die Top 4.
Das sind immer so ein. So irgendwie Kämpfe, die irgendwie direkt so. Um Haaresbreite gewonnen sind, so. Bah. Gruselig. Wow, Zwergi, ich komme ja aus dem Staunen gar nicht mehr heraus. Ja, ich auch nicht mehr. Ich komme auch nicht mehr aus dem Staunen heraus, dass ich jetzt gerade. Dafür hast du dir ein kleines Geschenk redlich verdient. Top-Genesung. Okay, nehme ich freundlich an. Nehme ich mit Freuden an. Zwiebel statt Top-Genesung in Medizintasche. Als mir diese Schufte von Team Plasma in Stratos City mein herzallerliebstes Pokémon entrissen, da habe ich es am eigenen Leib gespürt. Wenn dieses vermaledeit Team Plasma nach eigenem Gutdünken den Leuten ihre Pokémon stiehlt, bricht es so zahllose Menschen das Herz. Zwergi, ich bitte dich, gebiete den Schurken von Team Plasma und ihren Machenschaften Einhalt. Niemand hat das Recht, Pokémon von den Menschen zu trennen, die sie lieben. Das ist doch auch dein Wunsch, nach dem du strebst, nicht wahr, Zwergi? Oder ist es doch eher die Wahrheit, der du zu ihrem Recht verhelfen wirst? So, das wäre dann auch schon alles, was ich dir zu sagen hatte. Es tut mir echt leid, ich hätte dich nur allzu gern ein wenig aufgeheitert. Aber die Lage ist nun einmal ernst und schließlich bist du ja nicht aus Zucker. Nun denn, alles wird gut. Nein, es wird besser als gut, glaub mir. Darauf gebe ich dir Brief und Siegel. Also bis dann, ciao! Ja, weiter auf die Brücke. Das muss wohl ein Modell der Brücke sein. Auf die Brücke mit uns. Okay, hier sollst du Schnappschüsse machen sollen. Okay. Naja, ich finde die eher hässlich, die Brücke. Hey, du! Ich habe einen gut gemeinten Rat für dich. Du sollst diese Gegend am Wochenende zur späten Stunde möglichst meiden. Denn dann lungern hier die Tunichtgute aus der Nachbarschaft herum, um rechtschaffene Leute um ihre wohlverdiente Nachtruhe zu bringen und sämtliche Anwohner mit ihren Dummheiten in Angst und Schrecken zu versetzen. Okay. Fahrrad. Ich merk's mir mal. Oh, ich sehe da was hinten. Ein kleiner Pixel dort, der mich an etwas erinnert. Na, bleibst du mal stehen. Ich möchte mit dir reden. Hallo. 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 Ich möchte mit dir reden. Madame. Haben Sie einen Moment Zeit für mich? Hallo? Hallo? Madame? Madame? Als ich mich eben total abgehetzt habe, die Eisenbahn in einem spontanen Wettlauf zu überholen, bin ich ziemlich in Spitzen gekommen. Jetzt brauche ich erstmal eine Verschnaufpause. Hier, das ist übrigens für dich. Nitro-Ladung. Oh, das kann ich gebrauchen. So staut Nitro-Ladung in TM und VM-Tasche. Nitro-Ladung ist der Renner, ist die Attacke von Erfolg gekrönt, steigt die Initiative des Anwenders und im Nu haben alle anderen das Nachsehen. Das will ich gleich mal meinem Ben. Denn dieser Attacke ist sehr effektiv. Du, aber gegen den Pixel dort hinten, gegen den können wir jetzt nicht kämpfen. Mein Team ist noch komplett zerstört vom letzten Kampf gegen Bell. Aber vielleicht will er ja gar nicht gegen uns kämpfen. Auf geht's. Oh, der Pixel kommt mir immer bekannter vor. Komm! Wie du befohlen hast, Meister. Geht es. Ich bin zutiefst beeindruckt. Du hast also den Dunkelstein an dich bringen können. Eine aufrichtige Anerkennung ist dir somit sicher. Stell dir nur vor, unser Meister M. Ach ja. Ein gar wahnwitziger Gedanke nagt an ihm und lässt ihn keine Ruhe mehr finden. Er ist der festen Überzeugung, die beiden Trainer, welcher die legendären Drachen-Pokémon ihr eigen nennen, sollten sich in einer entscheidenden letzten Schlacht gegenüberstehen, um den rechtmäßigen Helden zu ermitteln. Welch eitle Narretei! Dabei wurde ihm doch die Berufung, der neue Held zu werden, in die Wiege gelegt und ihm überdies von Kindesbeinen an eine Erziehung und Ausbildung zuteil,
die einzig dem Ziel diente, ihn auf dem vorbestimmten Weg zu unterstützen. Selbst das legendäre Drachen-Pokémon erkennt ihn bereits als neuer Held an. Seine Gedenkdränge sind manchmal eben unerklärlich und unvorhersehbar. Und jenes hehre Vorhaben, die Pokémon zu befreien. Wir werden den dummen und leichtgläubigen Menschen ihre Pokémon ein für alle Mal entreißen. So wird sicher keiner dieser einfältigen Trainer uns je wieder in den Weg stellen und unsere Pläne durchkreuzen können. Die Pokémon werden uns allein gehorchen. Hörst du uns allein? Die Vorbereitungen sind bereits abgeschlossen. Wenn mein meisterhaftes Vorhaben erst Früchte trägt, dann werden diese törichten Trainer lampfrom nach unserer Pfeife tanzen und all ihre Pokémon die Freiheit entlassen. Erst eins, dann zwei, dann drei, dann 100 und schließlich 1000. Weder der Champ noch der Arenaleiter werden diesmal gewaltigen Adler Einhalt gebieten können. Und so wird schließlich der bloße Besitz von Pokémon als himmelschreiendes Unrecht gebrandmarkt und geächtet werden. Selbst Menschen wie die arme Belle werden letztlich überzeugt sein, der Gerechtigkeit einen Dienst zu erweisen, wenn sie ihre Pokémon die Freiheit schenken. Die Welt wird ihr Antlitz unwiederbringlich ändern und das, was wir kannten, wird nie wieder sein. Nie wieder! Auch wenn du im Besitze dieses Steines bist, so bedeutet dies noch lange nicht, dass das legendäre Pokémon dich anerkennen wird und erst recht nicht, dass du das Zeug zum Helden hast. Sollst du es jedoch einfach nicht übers Herz bringen, dich von deinem geliebten Pokémon-Team zu trennen, so wünsche ich dir viel Mut und Glück. Du wirst beides brauchen. Da haut er ab und verschwindet. Ja, seine Rede war jetzt nicht wirklich ergreifend, hat dasselbe gefaselt wie sonst immer. Was soll's? Die Befreiung der Pokémon. Aber am Boden. Darüber geredet haben. Mein Team ist am Boden. Hey, Pitcher! Auf deine Position! Gleich kommt Ball Nummer 1! Du willst jetzt nicht ernsthaft gegen mich kämpfen. Achso. TM56 Schleuder. Was ich dir gerade an den Kopf geschleudert habe, ist übrigens TM56 Schleuder. Sie ermöglicht es dem Ziel, Schaden zuzufügen, indem Items nach ihm geworfen werden. Die Höhe des Schadens hängt dabei von dem geworfenen Item ab. Also wie ein Mystery Dungeon einen Stein werfen. Ja, toll. Das finde ich ordentlich kacke. Und mein Team ist am Boden. Ich kann nicht mehr kämpfen. Ich bin kampfunfähig. Verstehst du? Mir ist nicht möglich zu kämpfen. Oh, Schande. Ich muss ihn hier herausfordern. Wenn ich gewinne, musst du ein Pokémon in mich abtreten. Okay. Ein Pokémon aus. So ein Mist aber auch. Rockman. Ja, mein Team ist am Boden. Auch Ben ist am Boden. Kacke, was soll ich tun? Hypertrank einsetzen. Vielleicht bringt's ja was. Level 47 gegen Level 36. Okay. Möglich ist es. Gegen ein Rockman. Brandstempel. Los, Ben. Nicht dich selbst vor Verwirrung verletzen. Erledige es. Mach's alle. Okay, das hat schon mal gut geklappt. Und was kommt jetzt als nächstes? Noch ein Rockman? Nein, ein Unratitox? Nein, ein Deponitox.
die Weiterentwicklung von UNRWA Tytox. Was bist du für ein Hestorn? Ganz ehrlich. Sieht noch ekliger aus als UNRWA Tytox. Bah! Naja, jetzt haben wir ihn besiegt, oder? Das ist doch gut. Level 48. Für Ben. Und der Rest hängt irgendwo bei 25 herum. Auf jeden. So, können wir hier das Pokémon-Team heilen? Hoffentlich. Sag mir, wo ich bin. Herzlich willkommen im Kaufhaus 9. Kaufhaus 9 deshalb, weil es direkt an Route 9 angelegen ist. Als kleine Eselsbrücke Kaufhaus 9, denn aller guten Dinge sind 9. Schön, ich bräuchte ein Pokémon-Center. Habt ihr ein Pokémon-Center hier? Kann ich hier irgendwo mein Pokémon-Team heilen lassen? Bitte. Was mit euch? Willkommen, kann ich helfen? Nein, ich kann mir nicht helfen. Es sei denn, ihr habt ein Pokémon-Center hier in eurem Dingens. Jetzt türmen sich die Pappkartons hier schon mannshoch. Darin befindet dann sich allerlei veraltete Elektro-Haushaltsgeräte, die sich nicht mehr zu Geld machen lassen. Was für eine Verschwendung, sie hier einfach so vor sich hin rosten zu lassen. Es muss doch möglich sein, sie anderweitig zu verwenden. Spülmaschinen, Waschmaschinen und so weiter. Alles hier verstaut. Okay. Nach einem Pokémon-Center sieht das hier nicht aus. Aber kann hier mit Tränken und Belebern aufgefrischt. Wenn ich kein Pokémon-Center zur Verfügung habe, muss das halt so gehen. So. Ach so, kommt kein Trainer mehr. Super. Überlebt. Twin Drake City. Ich habe ja die AP auch verloren. Oh, da ist schon der Champ. Na, was gibt's hier? Oh nein, Team Plasma ist wieder da. Oh, Zwergi, hier entlang. Die Rede von...